Der erste Auftrag ist da und zwar pünktlich um 10:30. Ja, das ist Auftrag Bremszug abgerissen. Erster und vielleicht sogar letzter Auftrag in diesem Jahr. Darum lasse ich doch einfach mal die Kamera jetzt mitlaufen. Vorher wisch ich mal die Linse. So, der Bremszug, ein Klassiker. Ich filme das jetzt mal richtig nett. Hier oben ist er abgerissen, da oben ist er rausgerissen. Das heißt, da muss ein neuer rein. Also wir ziehen den alten jetzt hier erstmal aus, nach oben. Das hört sich schon sehr gut an. Der hat bestimmt sehr gut gebremst, ja. Und zwar schon beim Ziehen alleine. Es wurde also Zeit. Ja, dann schrauben wir ihn da ab. Ja, da ist er geklemmt. Dazu nehmen wir einen 8er Steckschlüssel. So, also normal. Versuch mit links. Lösen. Das ging hier wie mit links. Ja, wir haben den alten Zug draußen. Das ist famos. Jetzt kommt ein neuer Zug rein. Dazu lenken wir erstmal eine neue Hülle ab. Das ist laut. Auf die Länge der alten. Das haben wir. Neu. Alt. Innenzug haben wir jetzt auch. Der kommt da rein. Ah, merkt schon, hier ist ein wenig leicht zugedrückt. Bremszug Gegenhalter, der dann hier reinkommt. Ich demonstriere. So sieht das aus. Zack. So, jetzt kommt die Hülle drüber. Hülle ist drüber. Dann sieht das Ganze da oben so aus. Und hier geht das lang. Hier unten halte ich mit dem Finger gegen und dann fädle ich das hier durch das Ende. Da oben rein, da rein und hier unten durch die Mutter wieder durch. Und fädle das hier durch. So, das haben wir. Ah, dann sehe ich gerade hier vorne, hier fehlen ja sämtliche Muttern zum Kontern, ey. Dann wird fixiert. Wesentlich besser. Und. Aber es muss natürlich noch hier oben. Da müssen die Muttern drauf. Das geht so nicht. Da holen wir jetzt mal Muttern und schrauben die da drauf. Dafür nehmen wir einen 10er. 10er Muttern. Einmal eine normale und einmal eine geschlossene. Ich setze um. Jetzt kommt die geschlossene hinterher. So, guck. Der eine kontert hier, der andere schraubt dagegen da. Würde ich mal sagen, perfekt, wir sind fertig. Das ist installiert, die Bremsanlage von hier oben angefangen. Bis da runter ist alles in Ordnung. Jetzt funktioniert wieder.